In diesem riesigen Bus haben wir drei große Kofferkammern. Früher haben wir da Koffer drin gelagert. Wir haben sechs große Türen. Und das erste daran, das zeige ich euch jetzt, da ist meine Energieversorgung. Guck mal, hier haben wir einen schönen Generator. Der ist dafür zuständig, wenn ich dann mal wieder irgendwo in der Wüste stehe oder am Ende der Welt. Und es ist mörderwarm, damit meine Klimaanlagen auch laufen. Und dazu haben wir diesen Generator. Ne? Der erzeugt also genug Strom für zwei oder sogar drei Klimaanlagen. Das langt völlig aus. An der Seite, da haben wir noch die Batterien, die Bordbatterien, die sogenannten Bordbatterien. Weil wir haben ja auf dem Dach Solarpaneele. Die müssen die Bordspannung, also die Spannung ja noch irgendwo zwischenlagern. Und dafür haben wir diese Batterien, damit ich auch dann kontinuierlich im Laufe des Tages den Strom verbrauchen kann. Ne? Und das, was ich dafür gebaut habe, das zeige ich euch jetzt. Mein sogenannter Silencer. Das ist ja so, wenn wir unterwegs sind und haben den Generator laufen, hauptsächlich nachts, dann sind wir darauf bedacht, dass es auch ruhig ist. Ne? Und da haben wir uns gedacht, der Generator, wenn der läuft, der macht doch ganz schön Krach. Der ist zwar schon gedämmt, aber nicht so, dass ich sagen würde, okay, das ist in Ordnung. Und da haben wir uns überlegt, was machen wir jetzt? Und das Beste, was man machen kann, man baut sich eine Box, kleidet die innen aus. Hier an der Seite habe ich dann noch den Abgang für die Heißluft. Der geht dann nach außen. Ja, leider ist das Ding so schwer geworden, das muss man immer zu zweit nehmen. Aber ich kann euch sagen, wenn das drüber ist, dann hört man den Generator so gut wie gar nicht. Dann kann man auch ruhig schlafen.